Ja, da bin ich wieder. Kurz mal ein Hinweis auf einen sehr guten Kanal von Gary, Learning by Friggelink. Gary hat immer so schöne Detaillösungen und da solltet ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen auf dem Kanal. Und Learning by Friggelink. Und Gary hat letztes Mal ein Video rausgehauen, was eigentlich in dem Fall ganz interessant ist. Und zwar Navigation bzw. Onboard-Diagnosesysteme, OBD. Das heißt also die Parameter am Fahrzeug in Echtzeit auszulesen, auch während der Fahrt. Und da hat Gary da mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ich bin ja auch, ich selber nur ein Freund davon, dass ich zum Beispiel das Blechcockpit nicht zerschneide, um da irgendwelche Radios oder irgendwas da reinzukloppen und so. Und Gary hat eine tolle Lösung gehabt, da will ich nur darauf hinweisen, jetzt nicht das ganze Video zeigen, dafür ist jetzt dieser Versuchsaufbau hier etwas zu einfach gestaltet und der Bildausschnitt, das passt dann auch nicht. Denn jeder von euch, der jetzt schon bei YouTube mal die Videos guckt, ist auch ohne weiteres in der Lage, bei YouTube einen Vlogger zu suchen, Learning by Friggelink, der wird euch das schon vorgeschlagen und er hat ein tolles System gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Moin, Heute Gary. Mal kein Technikthema, sondern ich möchte euch meine Multimedia-Lösung im weitesten Sinne vorstellen, die ich richtig in gut Kranke eingebaut habe. Und zwar ist das einmal hier rechts vom Lenkrad auf dem Armaturenbrett verschraubt ein Tablet. Das zeige ich euch jetzt im Detail und die Funktion, die ich während der Fahrt nutze mit diesem Tablet. Das ist ein Samsung Tab Active 3. Robuster Schutzhülle, Stift und drei Tasten. Außerdem verfügt das Tablet unten über solche Kontaktpinne, worüber das Gerät geladen werden kann. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig das Ladegerät hier in die Buchsen unten reinstecken. Außerdem habe ich hier eine matte Folie drauf, die dafür sorgt, dass bei Sonneneinstrahlung das Display nicht... Also sehr gut durchdacht und worauf es hinausgeht, ist ganz einfach, dass man ein Tablet mit Nebenfunktion so mit einer App ausstatten kann, dass es während der Fahrt oder auch unterwegs eigentlich mehrere Funktionen erfüllt. Ganz so stark reflektiert, dass man das immer ganz gut sieht. Und ich habe wunderbare Sicht nach vorne. So sieht das aus. Jetzt ist das die OBD-Schnittstelle. Ich habe hier die Car-Scanner-App installiert. Dort kann ich mir aufrufen ein Dashboard, was ich während der Fahrt benutze. So wird mir in dem Fall die Drehzahl, die Kühlmitteltemperatur und die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt. Mitunter auch natürlich andere Parameter, die die Schnittstelle vom Steuergerät zur Verfügung stellt. Das ist für uns soweit ganz gut, weil Buchanka-Fahrer heißt nicht zwangsläufig. Das sind Hardcore-Schrauber, da sind auch Enthusiasten bei, die vielleicht selber mit einer Fehlerauslesung nichts anfangen können oder da sich noch nicht mit befasst haben und dann auf eine Werkstatt angewiesen sind. Und das Problem mit einem Buchanka in eine Werkstatt zu fahren, nur um mal normal so einfache Sache wie eine OBD-Auslesung, also eine Onboard-Diagnose-Auslesung zu machen, bezahlt sich bei einigen Werkstätten dumm und dösig und eigentlich weitaus mehr, als Gary für den OBD-Dongle, den er auch näher im Video beschreibt, ausgegeben hat und auch die, ich glaube, kostenfreie Apps waren das. Und eine Onboard-Diagnose ist also in dem Fall sehr hilfreich, um auch den Zustand des Motors in seiner Gemischaufbereitung, in seinen Parametern auslesen zu können. Man kann sich damit befassen, beziehungsweise mit einer eigenen Onboard-Diagnose kann man direkt am Fahrzeug jemanden es zeigen, der sich vielleicht besser damit auskennt. Man muss also nicht zwingend gleich in die Werkstatt fahren. Jo.
Außerdem lassen sich über die App Live-Daten verfolgen, sprich alle möglichen Sensordaten, und ich kann Fehlercodes auslesen. Sollte mal die Motorkontrolle an sein, lässt sich dann direkt hier über das Tablet der Fehlercode auslesen. Der OBD trägt nicht sonderlich auf. Wir haben hier drei LED-Kontrollleuchten verbunden, sprich eingesteckt, Zündung an. Yeah. Danke für eure Aufmerksamkeit, sagt Gary. Gerne. Schönen Dank für das tolle Video. Und daher von mir aus ein Hinweis, genauso den Kanal von Gary abonnieren. Da geht noch weitaus mehr an Abonnenten, was er bisher jetzt schon hat. Da braucht er auch eure Unterstützung, denn dann kann er auch mehr interessante Videos hochsetzen, hochladen. Gleichzeitig, das gilt auch für Buchanka Bavaria. Er haut auch immer geile Videos raus. Und ich bin ja mehr so der Storyteller. Buchanka Bavaria ist ja mehr so der stille Typ, wie er von sich auch vorgibt. Und mehr so auf die bildliche Details eingeht. Und Gary, der macht beides. Er hat eine gute Moderation, er hat eine gute Kameraarbeit, er hat eine tolle App dafür. Und daher mein Kanalverweis, unter anderem Buchanka Bavaria, genauso wie Learning bei Frigeling von Gary, der euch hier eine Systemlösung gezeigt hat, nicht nur für Onboard-Diagnose, sondern auch Navigation auf einem vernünftigen Bildschirm. Das ist ganz ja, ratsam, wobei natürlich so ein kleines Tablet mit Internetzugang, wobei die OBD-Geschichte braucht keinen Internetzugang, ne? Es geht ja auch nur, wenn du jetzt unterwegs irgendwo bist und dein Tablet als Mediapad benutzt, dann einen Internetzugang hast, bist du medial mit dem Buchanka-Style der 60er Jahre up to date und kannst es weitaus mehr nutzen als nur Navi, OBD, Musikstream zum Beispiel, wie wir das machen. Da gibt es ja die zum Beispiel 8080s, Sunshine Live, Spotify. Streame ich zum Beispiel auch übers Tablet und lasse es über eine Bluetooth-Box, über eine Bassbox hier laufen, dann rumst das richtig, wie in der Disse, ne, oder wie im Club. Aber das Cockpit ist nicht zerfräst worden, da ist kein teures ja, DAB Plus Radio oder DAB Einfach oder Bluetooth-Radio eingebaut, ne, was dann wieder als so markengebunden ist und auch richtig Geld kostet. Man kann es eigentlich viel einfacher machen. Daher, guck gerne beim Kanal vom Gary vorbei, Learning by Frigeling. Abonnieren, Kommis reinschreiben und dann hilft es uns allen weiter. Soweit, so gut. Schönen Dank, dass ihr wieder Zeit hattet. Gerne auch meinen Kanal abonnieren. Videos liken, Kommis reinhauen, damit die Suchstatistik immer aktiv bleibt. Ich kann es nicht immer oft genug erwähnen. Und ja, schaut mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.